Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Als erstes muss ich mich bei euch entschuldigen, da etwas länger schon keine Videos mehr auf meinem Kanal erschienen sind. Das lag daran, dass ich mich schon am Ende meiner Ausbildung befinde und gerade viel zu tun habe, viel Papierkram zu erledigen habe und viele Prüfungen hatte. Da ich jetzt wieder Urlaub habe und wieder mehr Zeit, werde ich natürlich meine Zeit wieder in meine Videos hier auf dem Kanal investieren. Also es tut mir nochmal leid und kommen wir zum Video. Im heutigen Video werde ich euch erklären, wie man sich einen kleinen Mädchentraum Flugbegleiter werden erfüllen kann. Also wie wird man eigentlich Flugbegleiter und was ist eigentlich ein Flugbegleiter? Dazu mehr nach dem Intro. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks the blessing. I feel the need to tell the whole world. I know this girl that picks the blessing. I wish to keep it going just like. Ich glaube nicht, dass es ein Mädchen gibt, das noch nie davon geträumt hat, Flugbegleiter zu werden. Besonders wenn man fliegt und die Flugbegleiter in deren Uniform und mit deren Koffer über dem Flughafen laufen sieht. Aber was ist ein Flugbegleiter? Ein Flugbegleiter ist ein Kabinenmitarbeiter, der für die Sicherheit der Passagiere zuständig ist. Warum sage ich Sicherheit? Hierbei steht Sicherheit an vorderster Stelle. Natürlich kümmern sich die Flugbegleiter auch um den Komfort und den Service an Bord. Aber das ist nur an zweiter Stelle. Der wichtigste Teil der Arbeit eines Flugbegleiters ist die Sicherheit an Bord. Deshalb durchlaufen Flugbegleiter auch ein sehr intensives, aber kurzes Training, wobei sie das Flugzeug erlernen und viele verschiedene Abläufe an Bord im Falle eines Notfalls mehrmals durchlaufen. So ein Training geht ungefähr 3 Monate, kommt auf die Airline drauf zu. Wie viele von euch wissen, habe ich, bevor ich Pilot geworden bin, 1,5 Jahr bei einer Airline in Deutschland gearbeitet. Das Training ging 1,5 Monate. Es ist ein sehr kurzes Training, aber sehr intensiv, weil man in diesen 1,5 Monaten viel über die Kabine lernen muss. Wenn auch nicht alles über die Kabine lernen muss. Ein großer Teil sind die Sicherheitsvorkehrungen an Bord, also im Falle, wenn irgendwas passiert, was die richtigen Aktionen wären. Man hat außerdem als Flugbegleiter eine sehr hohe Verantwortung. Man hat die Verantwortung für im A320 für 180 Passagiere und natürlich die Kollegen. Das heißt, man hat einfach mal eine Verantwortung für 186 Personen. Auch wenn in dieser Zeit es immer weniger zu katastrophalen Unfällen kommen, muss ein Flugbegleiter jedes Mal für jede Situation gewaffnet sein. Ich selber in meiner Karriere habe es öfters mal erlebt, dass es einem Passagier nicht so gut ging, dass ihm schlecht geworden ist, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat oder so. Da man ein Flugzeug nicht einfach rechts ranfahren kann und sofort diese Person ins Krankenhaus fahren kann, da man erst ein Flugzeug nach maximal 30 Minuten notlanden kann, muss sich der Flugbegleiter in dieser Zeit um diese Person kümmern. Also werden die Flugbegleiter auch im medizinischen Sinne ausgebildet, um erste Hilfe an Bord zu leisten. Bei größeren und längeren Flügen sind die Flugbegleiter auch ausgebildet, die Patienten über mehrere Stunden zu versorgen. Aber wie wird man Flugbegleiter? Flugbegleiter wird man, indem man sich einfach wie für einen normalen Job sich bei einer Airline bewirbt als Flugbegleiter. Man schickt eine Bewerbung, einen Lebenslauf, ein Bild von sich und einen Brief oder eine Motivation. Warum will ich Flugbegleiter werden? Was zieht mich dazu? Wenn ihr Interesse habt, wie man am besten so einen Motivationsbrief schreibt, kann ich gerne ein separates Video dazu machen. Wenn man angenommen wird, wird man zu einer zweiten Auswahl eingeladen. In dieser Auswahl wird als erstes euer Englisch getestet, weil in der Luftfahrt dreht sich alles nur noch um Englisch. Im zweiten Teil wird eure Teamfähigkeit getestet. In verschiedenen Spielen, wo ihr als kleines Team zusammenarbeiten müsst, wo gecheckt wird, wie ihr euch im Team verhaltet und ob ihr ein guter Teamspieler seid.
Andere Fakten sind zum Beispiel, dass man in stressigen Situationen ruhig bleiben muss. Und auch ganz komisch, es ist gefordert, dass man schwimmen. Wenn man das alles bestanden hat, kann man dann das Training anfangen. Das Training, wie schon vorher gesagt, ist größtenteils Sicherheitsübung. Wie man die Türen aufmacht, wie man eine Notfallrutsche runterrutscht, wie man Feuer löscht, Erste Hilfe und natürlich auch etwas über den Service erlernt. Da man im Flugzeug nicht so viel Platz hat, übt man auch, wie man effektiv auf kleinstem Raum arbeiten kann, beziehungsweise wie man eine Person auf sehr engstem Raum reanimieren kann, wie man zum Beispiel Knochenbrüche mit sehr limitierten Materialien stabilisieren kann. Es ist ein sehr spannender Job und natürlich verbinden auch viele Leute Flugbegleiter, die wachen jeden Tag an einem anderen Ort auf, in einem anderen schicken Hotel und verbringen dann ihre Zeit da. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen und andere Flugbegleiter wahrscheinlich auch, ja, man hat Aufenthalte in anderen Hotels, aber das zählt als Arbeit. Natürlich guckt man sich dann die Stadt an, aber meistens nach so einem längeren Flug ist man auch sehr müde und meistens will man einfach nur noch ins Bett und schlafen. Man sieht sehr viele Sachen, aber man hat auch eine sehr hohe Verantwortung. Im Großen und Ganzen ist das ein sehr guter Job. Man verdient auch richtig gutes Geld dabei, aber das ist nicht im Vordergrund. Man sollte Flugbegleiter werden, wenn man fasziniert von der Luftfahrt ist und wenn man das Zusammenspiel zwischen Service mit den Leuten, der Sicherheit und der Technik einfach gut kombinieren kann und das einen richtig fasziniert. Das war's von meinem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Es kommen in der nächsten Zeit etwas mehrere Videos wieder. Das war ein sehr kurzes Video. Ich habe ein paar andere schon geplant. Also abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dankeschön und ciao, ciao. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks a blessing. I feel the need to tell the whole world, 'cause I know some girls who miss the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes would just touch. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see.